Herzlich willkommen zu einer Kurzpräsentation über meine Sammlung. Ich gebe euch jetzt einfach mal so einen kurzen kleinen Abriss über das, was hier zu finden ist. Das ist nicht alles, da sind noch also eine Menge mehr, aber das werden wir sicherlich in den nächsten Wochen auch noch zukommen. Ich fange mal einfach mit der Reihe an. Das ist die Reihe, wo wir einmal so ein DS haben, dann haben wir hier die gute alte Nintendo-Maus, dann haben wir hier den Game Boy Advance in der Zelda-Kollektion. Den werde ich dann nochmal auspacken, da so der entsprechende Karton dazu. Das ist ein Game Boy Micro, das ist der Nintendo 3DS. Im Hintergrund sieht man den sehr erfolgreichen, ja, und sollte ich sagen, die wohl erste 3D-Handheld-Konsole. Ihr seht schon, glaube ich, an der Größe, dass das total erfolgreich war. Der Virtual Boy, da haben wir die Wii, da haben wir die Xbox 360, da haben wir die PlayStation 2. Die PlayStation 3 ist woanders und die Xbox ist auch woanders. Da kommen wir dann aber sicherlich in den nächsten Wochen her sehen. Oben haben wir dann die PlayStation 1, die Super Nintendo-Konsole, die einzige Pong-Konsole, die ich habe, die einzig deutsche Konsole, der Interton VC4000. Und dann haben wir hier den Philips G7000. Oben hier, fangen wir mal damit an, haben wir den Panasonic 3DO, die FC10-Version. Hier haben wir den MSX 8020. Hier haben wir einen GameCube und hier haben wir den guten alten NES. Auf der Seite haben wir den Sega Saturn, Sega Dreamcast, die ColecoVision, auch mit der Atari-Ausbaustufe. Da kommen wir auch gerne mal zu. Das ist also sehr interessant, wenn man sich vorstellt, auf der ColecoVision konnte man auch Atari-Module mit dem Zusatz spielen. Das ist, glaube ich, heute nicht mehr möglich. Man stellt sich vor, auf einer PS3 würde man Xbox 360-Spiele spielen können. Das ist, glaube ich, ausgeschlossen. Das ist der TurboGrafx. Auch eine sehr schöne Konsole. Für eine Menge Leute nicht gerade wirklich bekannt, aber da kommen wir auch noch sicherlich zu. Der Atari 2600 in der Junior-Edition. Das ist, glaube ich, das Modul, was von 1986 zum Schluss rauskam, ist ganz nett. Die Klassiker sehen natürlich ein bisschen interessanter aus, aber wie schon gesagt, er tut auch seinen Job. Das ist auch ein schöner Handheld, der Atari Lynx. Man sieht schon anhand der Größe, ja, so sehen Handhelds heute nicht mehr aus. Wenn wir kurz nach unten gehen, da ist dann der Philips G7400. Interessant für Plus-Module, der MSX2 und da sind dann auch ein paar Videopack-Module entsprechend. Wenn wir auf die Module gehen, hier haben wir dann eine klassische Kassette. Ich packe die mal so raus. So, das ist Schiller für den Amstrad oder für den Schneider. Ist ja beides gleich, hat nur jeweils andere Namen. Das ist eine Kassette für den ZX Spectrum. Das ist noch das... Der Rechner, der mir fehlt, da suche ich noch. Und im Hintergrund haben wir dann, wenn er stehen bleibt, einen Double Ender für den Atari 2600. Also das heißt, zwei Spiele auf einer Cartridge, weil man wirklich zwei Enden hatte. Dann habt ihr hier die Super Nintendo Module. Hier haben wir ein Intel Vision Modul von Mattel. Das haben wir auch. Da ist der ColecoVision. Oben drei Module, unten sind die Atari 2600 Module. Hier haben wir die Riesenkollektion, ich zeige das mal, von N64 Sachen. Dann haben wir hier NES im Hintergrund. Sieht man wahrscheinlich noch ein bisschen leuchten, sind die MSX-Module. Da kommen wir auch nochmal zu. Hier haben wir dann gemischten Kram aus Game Boy. Und das ist zum Beispiel ein Modul für einen Atari Jaguar. Und das müsste, glaube ich, unten für den VC4000 sein. Das sind so die gemischten Krimskrams-Module. Hier haben wir dann die große Abteilung der Videopack-Sachen für die Philips 7000 bzw. 7400er. Die orangen, gelben Labels zeigen eigentlich an, das ist immer für Plus. Also für den 7400er ist eigentlich auch nur ein Trend, dass man einen zusätzlichen Screen hat. Also man könnte böse sagen, das ist ein zusätzlicher Wallpaper. Ist nicht ganz so der Fall, weil die Systeme sind gar nicht so schlecht. Und damit habe ich auch sozusagen wirklich mal angefangen. Da haben wir den Atari Jaguar. Sehr, 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 sehr erfolgreich. Nämlich überhaupt nicht. Dann haben wir da den CDI von Philips. Da haben wir hier ein paar Disketten gesammelt. PC, Amiga und sonstiges.
Und das ist auch sozusagen erstmal der Ersteindruck, wo ich es hier gerade noch so schnell greifen kann. Dann haben wir hier noch ein Sega Game Gear, auch sowas, wo man ein Handheld. Damit kann man sicherlich Leute auch erschlagen. Wo wir bei Handhelds sind, ich habe hier noch eine kleine Kollektion. Können wir auch nochmal versuchen mit der Kamera zu erfassen. Das sind Game & Watch Remakes, die Nintendo mal rausgebracht hat. Da gibt es dann hier auch ein paar Sachen, das kann man auch nochmal im Einzelnen machen, auch mit Dual Screen. Da hinten sehen wir den Game Boy Advance. Hier sehen wir zwei Game Boys, einmal den klassischen Game Boy und den Game Boy Pocket. Den richtigen Klassiker, den haben wir eingepackt. Kann ich einmal kurz schwenken, da ist er auch drin. Der Ur-Game Boy, den haben wir auch. Hier haben wir ein Neo Geo Pocket schwarz-weiß und daneben das Neo Geo Pocket in Farbe. Dann haben wir hier noch die beiden Bandai-Varianten von WonderSwan. Einmal schwarz-weiß, einmal Color. Der Swan Crystal fehlt noch. Mehr als drei Typen gab es dann aber auch von dieser Konsole nicht. So, damit wollen wir es einfach mal bewenden lassen. In den nächsten Wochen machen wir einfach mehr. Ihr könnt ja auch einfach mal kommentieren, was ihr von der Kollektion sehen wollt. Und dann stellen wir das Zug um Zug unter. So, vielen Dank fürs Zuschauen.